Hat geklingelt, hast du gehört? Okay. Hab ich gehört, ja. Was geht ab, YouTube? Wir öffnen heute nicht eins, nicht drei, sondern zwei Cases Megatins. Mach bitte. Und sehen, wer besser zieht. Ich zieh Dark Magician Girl und du ziehst gar nichts. Ne. Intro ab. So, wie der Michael schon richtig gesagt hat, öffnen wir beide ein Case von den Megatins 2022. Hab ich gehört? 2022, excuse me. Halt. Ja, genau, bitte. Wir spulen also ein bisschen vor. Weil wir machen da mal auf und dann sind wir gleich zurück mit dem Booster. Genau. Also, Abfahrt! Ich fange an. First Pack Magic. Was ist denn das? Was ist denn da eigentlich so drin? Ich habe ja gar keine Ahnung. Megatin 2022 ist, das? Was ist unglaublich gut, weil es gibt extrem viele Reprints. Ich dachte, spielstarke ist das ein absolut geiles Produkt. Die ganzen Handtraps haben Reprints bekommen, sprich Ash Blossom und die ganzen anderen Ghost Girls, ja. Dann ist Ogre auch eine Handtrap? Ja, Ghost Ogre ist auch eine Handtrap. Dann so teure, sehr, sehr teure Karten wie Forbidden Droplet, was 30 bis 40 Euro gekostet hat. Kostet es jetzt immer noch, aber ist trotzdem halt gut. Lightning Storm, Pot of Prosperity, vorher eine 80, 90 Euro Karte, kostet jetzt nur noch 40. Also, ne? Und dann gibt es spezielle Artwork-Karten. Spezielle Alt-Artworks. Spezielle Alt-Artworks und zwar von Blue Eyes, Red Eyes und Dark Magician Girl. Und die Comments werden wir jetzt nicht alle vorlesen, einfach weil es viele sind. Wanderbrise auch komplett reprinted, bis auf ein, zwei Karten. Oh, Life Twin. Und unsere erste Ultra Rare ist Pharaonische Wächter Sphinx. Gefolgt von Dimensionsverschieber, auch ein sehr, sehr guter Reprint. Und, oh, Unterweltgöttin der geschlossenen Welt. An sich auch eine sehr gute Karte. Wir machen es so, dass wir einfach die Holos sozusagen auf einen Stapel, also auch mit der Rare. Okay. Und den Rest. Kriege ich hin. Den Rest dann. Deins, mach dein. Ich zeig euch, wie das geht. Also, ich hab da so ein. Ist das ein Frosch? Nein, ist eine Maschine. Sieht auch wie ein Frosch. Sternenrakete. Guck mal, ich hab so. Sternenrakete? Die Karten sind halt schon viel kleiner. Guck mal, ich hab so ein Ignister. Ignister ist auch da drin, ja. Ignister. Dann hab ich einen Goki. Goki, keine Ahnung. DDD, Supervisier König Zero Maxwell. Der Allerechte. Macht der Musik. Erbe des Lichts. Und. Oh, auch eine Schmutz-Secret. Halt, stopp, Moment, ja. Also, bewaffnete Drache kenne ich sogar ich noch. Ja, von früher. Hat Support bekommen, ist halt eine sehr günstige Secret, aber an sich, wer das Deckthema spielen möchte, ist natürlich cool für ihn. Und dann habe ich hier noch so ein paar ganz viele Commons. Ja, die Commons können wir nach und nach gibt immer. Gibt es irgendwelche Commons, die einen Wert haben? Nee. Gar keine? Nee. Also, zwar ein paar Karten, die reprinted sind, von vorher Super Rare oder Rare oder sonst was, aber Common. Ja. Aber im Grunde genommen, teures willst du da nicht finden. Entfesseltes Ungeheuer König. Ja, eine der Handtraps. Oh, die Ghost. Okay. Die Winterkirsch, Winterkirschblüten. Imitierende Menschenfresserkäfer. Auch sehr, sehr cool. Sechse erschaffen und, oh mein Gott, ist es das? Oh mein Gott, im zweiten Pack. Topf des Wohlstands. Die teuerste Karte des Sets mit ungefähr 44 Euro, würde ich sagen. Führung. Halt, und dann natürlich noch ein paar Comments. Wo ist denn das eine Führung? Also haben wir jemals über irgend so wie sowas gesprochen? Jum. Also ich sage, ich entscheide, wer besser zieht und der Gewinner spendiert den Verlierer mal was. Genau, so irgendwann ein dann. Eins. Irgendwann dann, ne? Im nächsten Sommer. Vielleicht kann ich dann wieder Eis essen. Ist die Holo, ja, Fallenstellerin. Oh, das Sushi-Schiff. Warum ist das normal und hat so mega viel Text da drauf? Lies. Oh, es ist nur Flavor. Das ist nur Flavortext. Oha, Hauptsache mal die Karte voll geknappt mit Text, ne? Ein AI trifft dich und! Oh, Dramaturg von Despair. Ja, stimmt, die ganzen Despair-Karten haben auch Reprints bekommen. Bedeutet, das Deck kann man sehr, sehr billig jetzt nachbauen und es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Deck. Ist jetzt nicht vielleicht Top-Top-Meter, aber ist auf jeden Fall sehr gut. Hime. Und ganz viele Comments. Trickster! Trickster. ja, ich bin mal gespannt, ey.
Ich muss ein bisschen schneller durchgehen, weil wir haben noch ein paar Packs. Live, Zwillinge, Lila, Süßes, Tor der Virtualwelt, Xuang Wu, Starbrigade, Beardrum, der zügellose Verwüster, das ist sehr cool. Seelenenergie, Maxi und Ärger Sunny des Evil Zwillings, auch von den Evil Twins, die Karte in Prismatic Secret. Da braucht man die Starlight auch nicht für 200 Euro, weil die sieht fast genauso aus. Echt, und die kostet 1 Euro. Ja, Prismatic Secret Rare. Echt? Ja. Aber die sieht auch gleich aus wie jede die Secret Rare. Nein, Secret Rare sehen anders aus, kann ich jetzt zeigen. Ja, sehen ganz anders aus. Also, ganz anders. Ganz anders. So, ich habe dann EMS. Dann so kommen. Okay. Binärer Schwertkämpfer. Das kenne ich. Binär 1 oder 2. 1 oder 0, ne? Ja. There are 10 types, 1-0 types of people, ne? Welche die binär verstehen und welche nicht. Bewaffner der Drache Level 10. Ein Segen des Kobolds. Und? Steinsegen quasi. Oh, Aluba. Den braucht man auch fürs Despia Deck. Ja, du kannst dir Despia bauen vielleicht nach, nach dem Case. Kannst das stimmt. Dann bringen wir dir das Spiel bei. Und dann kommst du zu den Locals. Muss ich da Link machen? Sonnenranken, Kreuzung, ja. Ich glaube, fast jedes Deck spielt Link. Dann möchte ich das nicht spielen. Drachen, Lerche, Paeren. Paeren. Oh, der ist ja süß. Ein Otter. Ja, das ist ein Otter. Otto Shidamashi, genau. Und Regenbrücke der Erlösung. Hier ist auch Rainbow Support drin, also Crystal Beast Support. Das finde ich ganz cool. Das Structure Deck kommt ja auch. Wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich das Structure Deck schon draußen. Könnt ihr natürlich auch bei uns käuflich erwerben. Guck mal, ich habe eine Treppe. Für $1 Million. Und so viel jetzt nicht. Weil das sind ja Kristall umgekehrt. Guck mal, es ist Du and I. Geh dich bitte verbuddeln. Was steht da drauf? Geh dich trotzdem verbuddeln. Warum? Es ist, hallo, Michael. Du ein Ei. Das sind wir beide. Das sind wir beide. Ich bin dann das kleine Vieh oder was? Nee, du weißt ja schon, du bist der Velociraptor, den ich ja gezeigt habe. So, da haben wir hier die Wanderbrise Tukan. Das ist schön. Das ist sehr schön. Guck mal, da habe ich auch diese Drachenlerche und ein Kastanien-Rosendrache. Holy moly. Der Kastaniendrache, der allerechte. Der allerechte. Oh, jetzt, wenn man dann langsam Richtung Winterwetter geht, ne? Heiße Maronen. Habe ich noch nie gegessen in meinem Leben. Ich habe noch nie immer. Ich möchte das diesen Winter ändern. Weil ich bin ein Mensch, der. ich bin ein Mensch, der Nüsse liebt. Okay. Interesting. ZS aufgestiegener Weiser. Ja, geht die Secret, ne? Nee, ich mag Walnüsse, Cashews. Wie heißt das auf Deutsch? Almonds? Mandeln? Ja. Mandeln, Erdnüsse. Ich liebe auch Erdnussbutter und so. Ich mag einfach. Generell, halt ich kaufe mir auch sehr, sehr oft auch noch eine Reprint. Das ist ein Handtrap. Ja. Alle Geisterschwestern. Genau. Ghost Sister and Spooky Dogwood auf Englisch. Wo ist denn da ein Hund? Der Geist, das ist ein Hund. Stimmt. Bist du blöd? Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt wieder. Ja, 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 tatsächlich. Ja, weil auf der Karte halt nirgendwo irgendwas mit Hund steht. Na, ja, gut. Eisjade. Da habe ich hier so einen Menschenfresserkäfer. Oh oh, guck mal, ich habe hier Wanderbrise. Es war sehr, sehr cool als Reprint in Prismatic Secret, sehr schön. Aber ich dachte jedes Mal, wenn ich halt eine Secret-Zauberkarte sehe, denke ich natürlich, es ist eine der großen drei. Sprich, Lightning Storm, der Top und Forbidden Droplet. Verbotener Tropfen. Oder, den kenne ich noch. Schreie der markierten magische Zylinder, der wiederbelebte Himmelsgott, der zerbrechende Zerstörungsgott, cool. Also, Götter-Support ist auch drin und, sehr schön, Geister-Oger und Schneehase, da ist doch dein Oger, in Prismatic Secret. Habe ich mir auch direkt dreimal geholt, weil Max Rarity. Also, technisch gesehen nicht Max Rarity, es gibt noch Ultis, aber die Ultis kostet 200 und die sieht fast genauso schön aus und kostet 3 Euro. Schnäppchen, quasi. Schnäppchen. Da ist ja einiges, nur guck mal, Live-Zwilling, lila Süßes, die hast du auch schon gehabt, strahlendes, wie spricht man das aus? Ich versuch's gar nicht. Gut, sind wir uns einig. Dann habe ich hier einen Kriegsfels-Skyler oder eine Kriegsfels-Skyler Vertrag mit der Unterwelt. Michael, den habe ich ab und zu auch. Alter, noch mehr Despia-Support. Du hast einfach das Despia-Case gezogen. Ich spiele hier Despia. Du hast wirklich das Despia-Case gezogen. Was ist los? Und mehr Eisjade. Wir haben uns jeder natürlich das Case selbst ausgesucht. Wir haben auch wieder Cases hier für die Leute, die das Video sehen. Wir haben einiges an Cases wieder reinbekommen. Das bedeutet Geisterschwester und Mondeskette. Wenn ihr euch ein bisschen eindecken wollt, könnt ihr das schon wieder. Erdgesang und, oh mein Gott, das ist der bewaffnete Drache der Level 7. Ihr könnt wieder Cases bei uns holen, beziehungsweise Tins. Die sind wieder da. Und wie gesagt, die Decks sind auch da.
Die Crystal Structure Decks. Crystal Beast. Nein, nicht Crystal Beast. Das doch. Ist ein Crystal Beast, aber ich weiß nicht genau, wie das Structure Deck heißt. Legend of the, ich hab's gerade. Legend of the Crystal Beast vielleicht oder so? Ich hab's gerade in der Hand gehabt, tatsächlich. So, das ist eine. Es ist Regenbogenfarbenform. Regenbogenfarben und schön. Und ich mag Crystal Beasts. Ich habe ein paar in Ulti. Wanderprise und Strau. Strahlende, dessen Name ich nicht aussprechen möchte. Der Vertrag mit der Unterwelt. Abgrundhüter und noch Despia. Oh, nice. Geistermischung und Spukhaus. Auch eine Handtrap. Eine sehr, sehr gute sogar. Und in Prismatic Secret sieht die halt einfach sehr saftig aus. Das ist ein Miausklick. Ja, das ist ein Mausklick, aber nein, in der Katze. Nein, das ist kein Mausklick. Das ist ein Miausklick. Zeigt doch nicht sowas. Die du gerade eben gezogen hast, gibt es halt auch in Starlight. Von der 200. Oder in Prismatic Secret, da kostest du dann halt 4, 5 Euro. Oh, schade. Es ist nur Miniaturwelt, aber es ist auch eine sehr, sehr gute Karte aus dem Set, beziehungsweise ein sehr schöner Reprint. Schade. Ich dachte, das ist es. Von uns hat noch keiner eine Altart gezogen. Keine Ashblossom. Abwarten. Guck jetzt. Kein Droplet. Virtualwelt. Die Geisterschnitt der Winterkirschenblüte. Winterkirschblüte. Ignister. Dogmatiker Ernennung und? Markierte Eröffnung. Noch eine Despia-Karte. Du brauchst wirklich das Despia-Deck. Ich weiß es. Windhexe und dann kommt ganz viel. Also wenn einer von euch, die Karten gehen natürlich die Tage online, wenn einer von euch Despia bauen möchte, wir haben wahrscheinlich alles da. Wir werden auch nicht so viel aufmachen leider zu dem Set. Ich würde gerne mehr aufmachen, aber wir möchten euch einfach die Chance da lassen, halt Zeug zu kaufen. Dimensionsverschieber, sehr, sehr schöner Reprint. Und Drytron Mubeta für die Drytron-Spieler, auch sehr schön. Als Rarity-Upgrade. Das sind so alles so Mech-Schiffe. Okay. Ganz cool. Guck mal, die spielen Musik. Ja. Wer also Einzelkarten möchte, kann die demnächst auf unserem Kartenmarket-Account finden oder bei uns im Laden am Terminal dann einfach. Buch der Mondverfinsterung. Ich kenne nur Book of Moon. Ja, das ist auch daran angelehnt. Hat auch einen sehr ähnlichen Effekt. Spitzenpräditation. So ähnlich. Luna. Und? Oh ja, du hast ihn auch gezogen. Oh, beide Canes ist mega gelohnt. 40 Euro, ne? Also über 40 Euro für die Karte. Geil. Dann muss ich meinen auch nebendran legen. Wir haben zwei gezogen. Holy shit. Easy peasy, ne? Topf des Wohlstands. Dann würde ich sagen, ich bezahle dein Eis, du bezahlst mein Eis. Das ist noch nicht mal vorbei. Hallo. Ja, es geht noch weiter, ich weiß. Wir sind noch nicht fertig. Ich bin mal gespannt. Klopft schon nicht. Klopft. Wenn wir jetzt noch beide. Wenn wir jetzt noch. Dass ich hier noch, dass noch was Gutes kommt, oder? Doch, aber. Oh. Das ist ja Albion. Ich hoffe noch auf ein Dark Magician Girl. Weil das wird nicht bei den Einzelkarten landen. Das kommt mit Daniel nach Hause. Sicher. Ich wollte es mir kaufen, aber du kannst es natürlich auch kaufen. Kostet nur 30 Euro. Klappe 30 Euro. Ja, also Schnäppchen. Gucken, was hier passiert. Oh, ja, da Red Eyes. Da steht schon roh. Siehst du das? Das ist ja Rotauge. Ja. Ich würde sagen, Führung. Guck mal. Altart ist sehr schön. Aber ich glaube, ich ziehe eine bessere Altart. Aber stell sie mal dahin. Also du ziehst halt gar keine Altart. Warte auf. Sicher? Ja, sicher. Natürlich. Nein. Sicher? Ja, zu 100%. Ich bin so sicher, sicher. Ich mach mal dahin. Okay. Dunkelauge, Albtraum, Babyschlammdrache und einer der kleinen. Aber den können wir auch hinlegen. Auslöschungsinformant. Sehr, 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 sehr schön. Der war doch in der letzten Megatin drin, ja, richtig? Da hat er 30 Euro gekostet. Und jetzt kostet er 10. In Prismatic Secret. Finde ich halt sehr witzig, dass die höhere Rarity jetzt den Preis dann trotzdem so gedrückt hat, weil Reprint. Aber es war jedem Spiel so, oder? Live Spelling, ja gut, es gibt jetzt so viele Reprints. Also bei Magic kenne ich es halt nur, dass da Reprints existieren. Bei Pokémon doch. Bei Pokémon gibt es nicht so. Gar nicht, ne? Nein. Einfach neue Karten dann. Ja. Oh, ich hab hier vergessen, die. Das mit dem Sortieren üben wir nochmal, ja. Das wird viel Arbeit später. Right from Obeta, okay. Ja, die Comments können wir jetzt mittlerweile auch skippen. Also ich glaube, die Comments interessiert halt auch wirklich niemanden. Okay, sonst geben wir die Comments. Also die Comments sind wirklich uninteressant. Wir wollen das Video ja auch nicht auf 20 Minuten, 30 Minuten strecken. Warum, ne? Schrott Raptor. Oh yes! Rotaliger dunkler Dragonier! Woo! War der nicht im letzten Set? Als gab's nicht in 2020 ist der drin. Gab's nicht irgendwo? Aber es gab einen Dragonier doch in Prismatic oder so Ultimate. Der ist jetzt ein Starlight rausgekommen. Oder was? Den habe ich heute Morgen gekauft. Ist das nicht der? Ja. Okay. Also vor allem in Starlight 200 Euro, Prismatic Secret sieht fast genauso aus, 15.
Aber es ist halt mehr wert, weil es ja die seltenere Seltenheit. So, dann Nibiru. Oh, Nibiru ist auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Und? Noch ein Aluba. Du hast schon zwei. Du kannst wirklich das Ding bauen. Das ist sau witzig. Ein Case. Ein Case hast du hier geholt. Ja, klar. Zack. Einfach. War mein Plan, Despia zu spielen. Edignista, Goku Tötungsschlag, Vertrag mit der Unterwelt, Abgrundhüter. Ach, schade. Despian Quartus. Quartus. Oh, das ist auch ein Schiff. Was ja, ein Schiff es gibt ein ganzes Sushi-Deck. Das ist halt nur scheiße. Also, es ist nur schlecht. Entschuldigung. Spieler. Oh, sehr guter Reprint. Das? Ja. Und Ärger Sunny. Finde ich auch toll. Sehr, sehr guter Reprint. Spielt auch jeder. Also spielt in jedem Deck, beziehungsweise in jedem Side-Deck. Lies mal den Effekt. Ich glaube, das Licht war das. Nein, das andere. Ja, ja. Lies mal den Effekt. Kannst laut vorlesen. Annulliere bis zum Ende des Spielzuges die Effekte aller offenen Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert. Zusätzlich erhält dein Gegner für den Rest des Spielzuges, nachdem diese Karte ausgelöst wurde, keinen Schaden. Kein Spieler kann Monstereffekte als Reaktion auf Aktivierung dieser Karte aktivieren. So, jetzt muss ich dir vorstellen, der Gegner hat ein komplettes, also geht first. Er hat ein komplettes Board mit 5 Monstern und jedes von diesen Monstern hat ein Negate oder irgendeine Form von Interruption. Ja, damit nimmst du die Karte. Er kann nicht drauf unchainen, also er kann nicht drauf reagieren mit Monster-Effekten. Das ist eine Schweizer Schwalbe. Ja, weil die langsam. Genau. Und dann kannst du halt früh Combo machen, machst dein Board kaputt, weil er hat ja keine Effekte mehr. Oh, yes! Verbotener Tropfen! Mashallah! Teuerste und zweiteuerste. Also bei dir ist sehr gut das Case bisher. Kein Problem, ne? Nicht nur, dass ich Despia spielen kann, ich glaube auch... Hast du auch schon direkt die ganzen Handtrap? Dann machen wir alles noch ein bisschen nach oben. Einfach den Platz. Mach mal dein Zeug da weg da hier. So. Wir gucken wir am Ende nochmal. Also die ganz großen Hits natürlich nur. Weil wir sind ganz große Hits gewöhnt. Oh, oh, oh. Das ist ein Despia. Schade. Mach nicht schade. Das ist meine jetzt. Das ist dein Deck, ne? Ja, ich baue dir das. Mach mal, bau mal. Ich kann nur kein Yu-Gi-Oh! Spielen. Ja, ich auch nicht. Stimmt. Deswegen spiele ich ja nicht mehr. Deswegen machen wir nur die Karten auf. Hier, Fahrstellerin. Oh, was ist das da? Auch eine Despia-Karte. Der? Ja, spielst du in Despia. Okay. Steht nicht Despia. Aufbau hier. Ja, aber du spielst ihn. Und? Link of the Rain, sehr gut. Sehr, sehr gute Karte. Sehr viel Potenzial für spätere Formate auf jeden Fall. Okay. War so bei Release bei einem Euro, jetzt ist sie bei 3 oder 4. Also, könnte ich mir vorstellen, also, dass die irgendwann broken wird. No joke, auf der Karte steht fast eine ganze Seite von einem Buch drauf. Ja. Yeah. Das ist Welcome to Yu-Gi-Oh! Und den Kastanienrosendrachen. Den möchte natürlich jeder in seinem Booster sehen. Nicht? Noch ein paar Sushi-Karten. Der Kastanienrosendrache, den will keiner. Bewaffneter Rebeldrache, Level 5, den kenne ich. Von früher. Ja, die haben alle neue Effekte und neue Karten bekommen. Also ein schöner neuer Support. Ja, es gibt ein ganzes Deck jetzt mittlerweile. Es ist halt Trash. Aber es ist cool, dass du es spielen kannst. Strauch. Zwilling. Dunkelauge. Albtraum. Guck mal, die größere Polymerisation. Polymerisation und dann halb Schnick. Und dann noch ein Rare. Und dann noch ein Rare und Schlange und ich habe keine Ahnung. Da, bitteschön. Dankeschön. Ganz viele wunderschöne Karten habe ich für dich. Ich bin echt gespannt, ob ich noch eine Altart ziehe, weil ich glaube, die sind nicht garantiert pro Case. Vertrag mit der Unterwelt, AI trifft dich und Despianischer Quartus. Das heißt, AI trifft dich. Wie du und AI. AI. Aber gut. Nee, AI. Haben wir im Unterricht nicht aufgepasst. Bei Aussprache. Habe ich nicht aufgepasst, weil da steht für mich du in Eye. Das klingt viel niedlicher wie, keine Ahnung. AI? Ja, guck mal, Seelenenergie, Max. Ja, Max mit Ausrufezeichen. Guck mal, noch eine. Hast du jetzt wirklich Back-to-Back-Risse von dir dazu gezogen? What are the odds? Ich weiß gar nicht, wie viele Secrets es in dem Set gibt, aber trotzdem witzig. Habe ich gezogen. Gar kein Problem. Nochmal so ein Drache, nochmal der da, nochmal der da und Unterweltgöttin der geschlossenen Welt. Krass, ich habe eine Karte, die ich jetzt noch gar nicht gesehen habe. Ja. Gar nicht. Also weder in meinem Case, das ich privat geöffnet habe, noch jetzt in diesen Zweien, ist, es ist so eine Feenkarte. Ich weiß den Namen gerade nicht, aber die Leute werden wissen, was ich meine. Man spielt sie zum Beispiel in Drytron. Das ist so eine Fee. Es ist eine Secret auf jeden Fall. Ist die schön. Die sieht sehr... Link nach Range nochmal, cool. Es ist eine sehr gute Herald of the Divine oder Divine Herald, irgendwie sowas. Also, ich habe nochmal ein Sushi-Schiff. Ich habe nochmal den da. Ich habe den da und... Ah, schade, nur der Albion. Ich dachte schon, vielleicht ist es noch ein Dragoon. Oder ein DPI.
Jetzt, wo Destiny Fusion wieder auf 3 ist. Sehr, sehr gute Karte. Ist sie jetzt schon auf 3 oder kommt sie erst am 3. Oktober ist die Liste offiziell, aber... Ab dann darf man sie quasi im Laden spielen. Ja, vorher, die ist ja auf 2 die Karte sowieso. Ach so. Also kannst du auch jetzt schon spielen. Markierte Verbindung. Wie zwischen uns. Geier, Rüstung, Drachenpanzer. Und jetzt, Achtung, halte ich fest. Oh, wirklich aber ein guter Held. Ja, das habe ich gewusst. Als hättest du es erschnüffelt. Ja, du. Was glaubst denn du, was ich alles erschnüffeln kann? So. Pegasus Zwillingssäbel. Winterkirschenblüten. Hauch des Lobes. Das ist ungefähr das, was ich von meinem Chef einmal im Monat bekomme. Drachenpären und Maskierteneröffnungen. Eigentlich hoffst du, dass das so ein Hauch. Ja, meistens eher nicht, ne? Wobei, einen Hauch kriegst du ja. Spaß beiseite. Manchmal, ne? Wir haben, glaube ich, sehr, sehr gute Mitarbeiter. Noch mehr Sushi. Noch mehr Sushi. Stell dir mal vor, das wird irgendwann Meta. Und es ist einfach das beste Deck. Das und spielt einfach Sushi. Das würde ich voll geil finden. Jetzt ohne Shit. Wie lächerlich ist Yu-Gi-Oh! Geworden? Aufbauhirsch und ein... Okay. Ah. Also eher eine der Bottom Secrets, aber du hast jetzt auch sehr gut gezogen. Noch mehr Sushis. Was haben wir noch nicht gesehen? Lightning Storm haben wir noch nicht gesehen. Wir haben noch keine Altart bei mir gesehen. Hohe Ritualkunst, langsame... Oh, Nibiru ist sehr schön. Und Back-to-Back bei mir jetzt auch markierten Eröffnungen. Why not? Ist ja nicht so, dass ich Despia spielen will, ne? Brauchen wir die bei Despia? Ja, markierte Eröffnung spielen wir noch in Despia. Echt? Okay. Ja. Glaube ich, aber es müsste eine Despia-Karte sein. So, dann haben wir Ignis dann. Dann haben wir eine binäre Schwertkämpfer. Die Drachenlerche. Pyron, der Otto. Der Otto. Ist es. Es ist ein Auslöschen. Ah, okay, aber auch sehr nice. Nice! Ich dachte, es ist ein Lightning Storm. Ich habe nur Zauberkarte gesehen und Secret. Zauberkarten, Secret. Zwilling, Kissy Kill Frost. Mondskälte. Noch eine andere Kälte. Ein Hirsch. Und Regenbogenbrücke der Erlösung. Okay, bei mir kühlt mein Case gerade ein bisschen ab. Das gefällt mir gar nicht. Tja. Ne? Wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben noch 13 Packs. Also ja, so ein Drittel haben wir noch. Noch ein bisschen ist ja da, ne? So ein Drittel. Also, pass auf, da haben wir eine Fallenstelle drin. Dann so ein Tötungsschlag. Dann haben wir die Skylar. Dann haben wir den wahren Sonnengott. Und Achtung, pass auf. Oh, sorry, ich habe mein Handy hat die ganze Zeit vibriert. Alter, jetzt noch eine Ash Blossom obendrauf. Schmeckt. Ja. Schmeckt sehr gut. Also bei mir wird es langsam ein bisschen traurig. Wenn du willst, kann ich auch zukünftig gern deine Arbeit übernehmen und die Dinge auch machen. Das ist kein Problem, wenn du immer so gut ziehst. Gerne. Sehr gut für den Laden. Nochmal so ein Dreckskastaniendrache, Alter, wirklich. Hallo. Bitte. Nee. Entschuldigung, Maronen sind wichtig und richtig. Ja, zum Essen, aber ich will die doch nicht als Karte haben. Warum denn? So eine Marone. Ah ja, einfach. Hätte ich lieber eine Drohne. Versuch die doch mal zu essen. Einfach. Die Karte? Ja. Ja. Vielleicht schmeckt sie immer rund. Super, super Nährwerte. Und ich habe auch eine Brücke. Ja, du kannst dir das Structure Deck holen, dann kannst du das Crystal Beast spielen. Nee. Ich habe noch keine Altart. Das nervt mich ein bisschen. Hart. Das und... Ja, okay, wenigstens ein... Oh, es ist stehen geblieben. Gib mal die Maus da. Gib mal die Maus her, weil ich bin der Mausherr. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Wir verzögern unsere, hier, er hat einen Ghost Ogre gezogen. Ja. Zeig mal dein Ghost Ogre, das kann ja jetzt gecheatet sein, ne? So. Das war meine... Das jetzt geht's weiter. Ja, ich breathe. Ja. Noch mehr Sushi, weiter geht's. Ist das eigentlich, der sieht irgendwie aus wie... Obelisk, ne? Gerne. Was meinst du? Ja. Ja. Ein bisschen, finde ich auch, vom Artwork her. Die langsam, die Schweizer Schwalbe. Rost. Nibiru. Nee. Okay, Felix, ich soll gerade schon sagen, wenn er jetzt noch einen Lightning Storm in den Erd zieht, dann ist das krasseste Case, was ich jetzt bisher gesehen habe, so als Single Case, weißt du? Glaub schon. Also, okay. Also dann hättest du die Top 5 teuersten Karten gezogen, so. Die ziehe ich noch. Ich weiß es. Oh. Vertrag mit der Unterwelt? Oh nein, das ist doch... Dunkelaugen? Na, der Duellturm, Alter. Was für ein Duellturm? Ich will doch wenigstens noch eine Lightning Storm ziehen. Weil ich brauche noch eine. Okay, interesting. Ich brauche wirklich noch eine. Warum brauchst du noch eine? Hast du nicht gerade gesagt, du spielst kein Yu-Gi-Oh? Aber so Stables hole ich mir ran, dass wenn ich mal spiele, dass sie dann haben.
Verstehe. Hör jetzt auf! Was ist das? Ah, ist nur die Ärger-Sunny. Rot markiert. Wie krass wäre es eigentlich, wenn wir so ein Misprint-Pack hätten und es wären einfach nur Prismatic Secret Wares drin? Das nennt sich ein God-Pack und nicht Misprint-Pack. Was ist los? Das ist ein Misprint-Pack, weil es ist ja nicht intended. Oh, oh, oh! Es ist schon wieder die markiert. Es ist einfach zum Kotzen. Tja. Michael, das ist halt, das liegt an dir. Du beliebst nicht genug, verstehst? Ich muss belieben, okay. Ja, belieb ich mal. Belieb für die letzten Packs. Weil wenn die letzten Packs nicht gönnen, kaufe ich mir einfach ein neues Case. That's the way, aha, aha, I like it, aha, aha, geh weg. Ist nur der Despia-Dramaturg, passt schon. Den gönne ich dir. Ja, ich wollte ja Despia spielen, habe ich gehört. Ja. Deswegen brauche ich das. Brauche ich eigentlich auch Kamm für Despia? Das wüsste ich jetzt nicht, welche Karte da in den Deck kommen ist, aber das meiste ist... Zwei in einem Case! Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist die teuerste Karte des Cases bezahlt mit den zwei Karten. Nein, nicht ganz, aber... Ich wollte gerade sagen. Holy shit. Mathe gleich 0, oder? Ja, aber zwei Karten gleich 90 Euro ist schon hart. Ja, aber das Case kostet ja mehr als 90 Euro. Ja. Also, hallo Mathe, you know? Ich freue mich für dich, dass du die Karte gezogen hast, aber Mathe, Brudi... Wenn ich jetzt mal eine dritte ziehe, flippe ich aus. Ja, das ist was anderes. Dann kommen wir fast dem Ganzen schon nach. Ich habe einen Erdgesang. Und wenn du jetzt noch eine zweite ziehst, flippe ich aus. Alter. Tja. Also ich habe ein brutales Display ausgesucht. Just saying. Nur weil du also, einen Töpfen hast, ne? Ja, das ist die beste Karte. Was ist mit dem Rest? Und jetzt haben wir genau ein Playset. Das heißt, irgendjemand da draußen wird sich freuen und kann sich direkt... Cool, das Duell tun. Okay. Was war das? Direkt Alter? Eskalation. Kann sich direkt das Playset gönnen bei uns. Könnte er tun, ja? Ja. Für nur 9,99 Euro. Magischer Zylinder. Sag mal, die sagen früher aber auch mal anders aus. Ja, ist auch ein anderer magischer Zylinder, den du meinst. Das waren diese Zylinder im Sinne von Hüten. Das sind Zylinder von anscheinend einem Motor. Aber, du hältst. Ja, aber das macht doch gar keinen Sinn. Du kannst doch die Karte nicht zweimal gleich benennen. Doch. Aber warum? Das ist genauso, wie wenn du den Hahn hättest und es wäre ein Hahn vom Wasser, so ein Wasserhahn und eine Hahnkarte und das ist wirklich ein Hahn, ein Hühnchen. Aber wenn ich jetzt aber auf Card Market die Karte suchen würde, ja? Dann kommen beide. Und dann klickst du halt an, welche du willst. Das ist, finde ich, nicht gut. Spot Raptor, Lyna und guck mal. Schon wieder? Ey, also wirklich Top Cases, muss ich sagen. Haben wir beide sehr gut ausgesucht. Also ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Wenn ich das sehe, will ich mir doch noch einen Case mitnehmen. Eieiei. Ei, ei. Willst du eine? Ach, ist nur der Quartus, Mann. Immer wenn ich Fusionskarten sehe, werde ich kurz. Warum ist das? Braucht man dann einen Verband? Dragoon wäre cool. Ist halt teuer auch, 15 Euro. Und DPI ist halt auch sehr geil. Mhm, und der geht so 7, 8. Sushi. 7 Euros. Guck mal, ich habe schon wieder einen Link nach Brains. Das ist sehr gut. Die würde ich als Tipp da draußen, Geheimtipp, Link nach Brains liegen lassen. Einfach liegen lassen, nicht verkaufen, nicht tauschen, nicht traden. Am besten noch ein paar ranholen. Bin ja gerade günstig. Und dann hoffen, dass sie einfach explodiert. Was sehr gut sein könnte. Bei der Karte. Die geht aktuell wie viel? 4 Euro, 3 Euro. Okay. Bei Release 1 Euro vielleicht. So, dann guck mal. Achtung. Oh, das ist... Nein. Das ist nicht die Serie. Du hast dieselbe so wie ich. Der ist so Schmutz. Und sag doch sowas nicht. Es kann halt nicht alles glitzern, was... Es, was? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Das ist so typisch Yu-Gi-Oh! Ne? Das sieht mega gut aus. Es glitzert der Hölle. Oh, rötlicher Rosendrache. Sehr, sehr schöner Reprint. Habe ich auch so noch gar nicht gesehen. Glaube ich, habe auch keinen gezogen in meinem Case. Sehr schön. Cool. Meine Secret, die wir noch nicht gesehen haben. Du in Ei schon wieder. Ich muss die ganze Zeit an den Song denken und ich weiß nicht, von wem der ist. Kennst du? You in a, ah ja, kenn ich. You. Von wem ist denn das? Das muss ich später suchen. Baby Schlammdrache. Ja. Alle hopp. Oh, das ist die Karte, die ich meinte. Die ist auch mega teuer. 10 Euro oder so. Ja, Wahrsagerin des Herold. Irgendwas mit Herold, habe ich doch gesagt. Bin ich mir nicht sicher. Die Weiner Herold, habe ich gesagt. Spult mal zurück. Und ich habe gesagt, die Weiner Herold. Aber es ist eine andere Karte. Sehr, sehr gut. Ich leg's immer auf den Hitstapel, ist das okay? Doch, die ist super. Das ist auf jeden Fall ein Hit. Wir haben noch ein paar andere Karten, die wir nicht als Hits deklariert haben, die aber eigentlich Hits sind. Aber Ghost Ogre zum Beispiel. Muss, oh, oh, Maria!
Alter, die, Alter, das Case gönnt so scheiß mal auf die Comments, Alter. Wer will den Comments sehen? Holy shit. Da werde ich Spaß haben beim Online-Stellen. Ich brauche noch einen guten. Ich habe keine Altart. Du brauchst auch keine. Ei, Triptisch, Quadraptor und? Noch ein geiles Ei. Das ist, glaube ich, deine vierte oder so. So ungefähr. Warte, ganz kurz. Rot markiert, kurz zeigen. Ah, okay. Dachte gerade. Warum? Ich dachte, die Schrift wäre verschoben. Das ist nämlich bei dem Set, gerade in den USA, sehr häufig so. Dass die Schrift zu weit oben ist oder unten. Und das ist an sich ein... Ach, noch der Jaitron Mubeta, der hässliche. Ich will jetzt auch noch was Gutes ziehen. Ich habe hab nicht so viel. Ich habe nur noch zwei Packs. Ich habe noch drei Packs. Was hast du gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht hast du mir eins geklaut. Bestimmt. Wie soll ich das machen? Ach, guck mal, jetzt klaut er noch Packs. Soll ich über dich greifen? Ja, Gauner. Oder was? Guck mal. Alter, was sind das für Cases? Ohne Spaß. Easy. Was ist los mit dir? Also? Zwei Droplets. Ein Topf. Ich hab Droplet und zwei Töpfe. Holy, ohne Spaß. Also ich will nicht unbedingt unhöflich sein oder so, aber mir liegt da mehr. Ja, aber bei mir liegen auch teurere Karten. Ach komm, jetzt mach nicht so. Ich mach mal zwei Töpfe. Ja, klar. Weil ich muss ja nachholen, ne? Guck mal, ich zieh jetzt einfach noch eine. Na, also kein Droplet, aber... Aber wir haben keinen Lightning Storm. Lightning Storm, okay. Willst du also einen Lightning Storm? Ja, zieh mal einen Lightning Storm, bitte. Okay, warte, 3, 2, 1 und nein. Ja, es ist schon wieder der Typ. Wie auch damit ich... Also, man muss sagen, dass unsere zwei Cases hatten sehr, sehr hohe Hohes und sehr, sehr tiefe Tiefs. Weil die Mittelklasse Secrets haben wir gefühlt fast gar nicht gezogen, sondern nur die ganz guten oder den Bodensatz der Gesellschaft, ja? Oh, sehr schön, sehr günstig an sich, 3 Euro, glaube ich, 3, 4 Euro. Aber Herr des himmlischen Gefängnisses... Sehr, sehr schöner Reprint. Auch in diesem schönen Rarity-Upgrade. Finde ich toll. Finde ich sehr toll. Du hast noch ein Pack jetzt, ne? Ja. Last Pack Magic quasi. Wenn da jetzt das Dark Magician Girl drin ist, habe ich einfach automatisch gewonnen, Brudi. Sag ich dir, wie es ist. Na, es gibt keine. Wir sind beide Gewinner. Alter, was ist das? Und du sagst mir, du hast mit deinem... Okay. Einigen wir uns drauf, wir haben beide übelst krank gezogen. Muss man sagen. Alter, was ist das für ein Case? Wir müssen gleich recappen, wirklich. So, letztes Pack. Ich skippe einfach durch. Bei mir wird jetzt eh nichts mehr Krasses drin sein, glaube ich mal. Oder? Ah, es ist wieder Kassel. Also, diesen Winter gibt es keine Maronen. Wird keine Maronen geben für mich. Glaubst du eigentlich, wenn ich jetzt noch was ziehe, dass es dann dreist, ja? Dann wird dreist. Ja? Dann wäre eher wärst du dann am Boden zerstört? Nein, gar nicht. Einfach, auch super das Ding ist, wenn ich nichts gezogen hätte und du so krass, weißt du, wenn mein Case richtig schlecht gewesen wäre, okay. Aber mein Case war ja auch super. Deswegen kann ich dir nichts Negatives sagen. Oh, nochmal die Regenbogenbrücke. Okay. Hey, ganz kurzer Recap, einfach nur, mein Case hat schon sehr schön gegönnt. Wir haben noch andere Hits drin gehabt, das habt ihr ja gesehen. Wir haben verbotenen Tropfen. Wir haben zwei Töpfe als große Hits halt. Auslöschungsinformant und dunkler Dragonair. Ist schön. Kann man nichts dagegen sagen. Ich weiß, Sleeve-Polizei, die werden gleich alle gesleeved. Aber Droplet. Ja, hier, leg mal die zwei Jungs da in die Mitte. Noch ein Droplet. Ja. Topf. Ja. Den da, die da. Also this case. Also hätte ich mir auch gerne gekauft. Ihr könnt mich gerne buchen, ne? Ich suche für euch gerne die Cases aus. Falls wir noch da, ruft mich an. Ich komme vorbei, mache euch die Cases. Ne? Weil das, ihr seht, also ich bin ja eigentlich, ich mag ja nur die beiden sehr, weil der Rest habe ich aber keine krass, Ahnung. Zwei aber du meinst ja, das sei toll gutes Zeug, also von daher glaube ich dir das und das. Ich bin zufrieden. Kannst du einfach auf Margit gucken, also du hast ne, ich sehr bin, gut mit, ich bin mit dem sehr zufrieden. Gut. Mit dem gehe ich jetzt nach Hause. Nimmst du ihn mit? Nein. Muss aber Margit da lassen. Nein, mag ich nicht. Okay. Das war's. Zwei Cases. MP22, die Megatin 22. Vielen, vielen Dank, Michael, dass ich dabei sein durfte. Keine Fullcam? Bitte? Keine Fullcam am Ende? Du mit euren Fullcams. Ich frag nur. Ihr wollt immer nur euer schönes, hübsches, großes Gesicht sehen, oder wie ist das? Aber danke, Michael, dass ich dabei sein durfte. Ne? Es war wieder wie immer eine Ehre. Und, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wir gehen Eis essen. Das wollten wir eigentlich beim letzten Mal, glaube ich, schon machen. Wir haben einmal so billomäßig ein Video gemacht im Alten Bär. Und da wollten wir auch Eis essen gehen, weil ich zwei Götter gezogen habe. Wir gehen wirklich Eis essen. Weil ich zwei Götter gezogen habe. Ich lade dich ein. Erinnerst du dich noch? Zwei Götter?
Ich lade dich ein. Ich weiß, du hast in King's Court, wir haben 6 und genau, 6 richtig, richtig. Und du hast beide Götterkarten gezogen und gab noch eine Connector oder sowas. Und so ich irgendwas gar nicht gezogen. Naja, Displays. Passiert. In diesem Sinne, verpasst nicht die nächste Folge, wenn wir wieder irgendwelche coolen Sachen aufmachen. Ne? Deswegen abonnieren, liken, kommentieren und was noch? Abschalten. Eis essen. Eis essen. Guter Plan. Bis dann. Ciao, ciao.